Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, der Brötchen Express ist unterwegs und zwar nach Kämpfelbach, genau. Dabei hat er noch nichts, das müsste sich aber ändern, sobald er hier unten ankommt. Wir können ja mal schnell schauen, gibt es hier schon was für ihn? Ja, 16 Brötchen, 17 sogar. Oh, sie legen noch eins drauf. Schön, gut. Was machen wir denn heute? Ja, ich hätte die Idee, dass wir heute tatsächlich mal versuchen, ob wir mit Flugzeugen arbeiten können. Allerdings, das verschieben wir noch ganz kurz, denn ich möchte schnell schauen wegen den Steinen etc., wegen dem Baumaterial hier unten. Ja, das war diese Linie, genau. Also Baumaterial haben wir jetzt hier 71 Einheiten. Wo ist der Zug? Das müsste sein. Aha, 72 kann er transportieren. Ja gut, das ist ja mal ein Anfang. Weil das hier nimmt jetzt natürlich auch zu, dadurch, dass wir hier zwei Züge haben, die Steine bringen. Da kann ich auch schnell gucken. Wahrscheinlich ist der sogar... Ne, du bist kein Steinzug. Ach, da ist er wieder. Der Lebensmittelzug. Nein, ich suche natürlich die Steinzüge. Beziehungsweise wir können ja mal hier hinten gucken. Wie sieht es denn hier aus? Hier liegen 100 Steine, obwohl der voll ist. Ja, mit 108 Einheiten. Ja, da könnten wir im Prinzip noch einen dritten Zug raufsetzen. Sollen wir das mal machen? Weil länger können wir den nicht machen, sonst brauchen wir eine andere Lok. Der ist hier schon am Anschlag, der Kollege. Ja, machen wir. Mal gucken, ob wir uns das leisten können. Nein, die sind dann doch... Wir hatten doch gerade noch 10 Millionen. Die sind dann doch nicht ganz günstig so. Mal gucken, ob es jetzt geht. Fahrzeug verwalten, einmal klonen. Echt jetzt? Wie teuer sind die denn? Teurer. Um die Frage gleich mal selbst zu beantworten. Jetzt gefällt es mir dann hier unten langsam nicht mehr. Muss ich gestehen. Wir werden gleich noch... Sag mal. 14 Millionen, ich möchte einen Zug klonen. Das ist diese Lok hier, die kostet ja um die 7 Millionen. Gibt's doch nicht. Nochmal, Moment. Jetzt geht's. Jetzt haben wir hier gerade nochmal ein bisschen was dazugekriegt. Ja, jetzt müssen wir einen Kassensturz machen. Das wird mir sonst hier irgendwie zu, ja, zu teuer wird's mir in dem Sinne nicht, weil wir investieren natürlich Geld in Linien, die, ja, auch wieder Geld bringen sollen. Ich muss aber trotzdem schnell gucken. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier den hier machen? Oh. Okay, eieiei, echt jetzt? Das hat sich hier ein bisschen angesammelt. Das ist der Baumaterialzug. Der müsste eigentlich Plus machen. Ja, Minus macht er schon. Plus machen, sobald er das hier abliefert. Das hat man, glaube ich, schon mal. Dann, der ist neu. Dann haben wir hier Bretter. Macht Minus. Getreide macht Minus. Der Bus hier macht Minus, obwohl er hier eigentlich Leute transportiert. Aha. Und sonst hier unten bessert es dann wieder. Generell sind wir, glaube ich, am Verdienen. Das ist jetzt natürlich... Klar, wir haben jetzt hier die ganze Zeit wieder investiert in Züge etc. Das kann man jetzt nicht ernst nehmen. Beziehungsweise man muss es ernst nehmen. Aber es ist klar, dass es keine Aussagekraft besitzt, wenn wir natürlich gerade investiert haben. Ja, das sind so kleine Minusse. Was ist denn die Mehrzahl von Minus? Die Minüschen? Nee, das Minus wahrscheinlich. Ja, ist jetzt auch egal, was die Mehrzahl davon ist. Wir müssen hier gucken, dass wir tatsächlich wieder an Geld drankommen. Sonst wird das irgendwann hier einen Knick machen, befürchte ich, und dann haben wir ein Problem. So, wie sieht's hier aus? Aha, wir brauchen weitere LKWs. Das ist halt wieder eine weitere Investition. Ich weiß nicht, nee, das können wir mit Sicherheit nicht bezahlen, wenn wir Minus haben. Wir gehen hier mal rauf. Ich weiß gar nicht, wie hoch das wir hier gehen können. Drei Stück. Dankeschön. Im Prinzip müsste man das Spiel jetzt mal schneller laufen lassen, damit wir ein bisschen zur Ruhe kommen, damit wir ein bisschen Geld verdienen etc. Aber ich weiß auch nicht, jetzt hier irgendwie einen Break machen und das Spiel laufen lassen, gefällt mir irgendwie auch nicht. Ich möchte eigentlich hier was machen. Ich möchte spielen. Aber kann ich schon wieder? Ich kann schon wieder ein bisschen was zurückgeben. Ist aber jetzt natürlich relativ wenig, was wir hier zurückzahlen können, das ist auch klar. Also Flugzeuge war die Idee. Oder sollen wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwo noch optimieren können? Ja, auch hier sieht so aus. Vor allem hier sieht so aus mit dem Ausrufezeichen, dass wir hier im Prinzip ausbauen müssen. Konfigurieren. Güter, Plattform. Sag mal. Nochmal leihen, da reicht aber 1 Million. Konfigurieren. Nicht eine Straße, was mache ich denn? Hier, den wollte ich. So, und zwar länger machen das Ganze, genau. Da sieht man, wie dann im Prinzip die Sachen nachgereicht werden sozusagen. Jetzt liegen hier 85 Steine. Und wir haben hier halt noch die alten LKWs. Ja, da müssen wir halt auch was machen. Wir haben 1,5 Millionen. Ich würde mal sagen, die drei werden wir ersetzen. Und zwar durch
Cargo-Fahrzeuge der Marke. Was kostet eigentlich so ein Teil? 300.000. Ist das eine weite Strecke? Nee, guck mal. Das könnte man eigentlich aus Kostengründen theoretisch mit Dingen machen. Mit Traktoren. Ich weiß, das klingt jetzt nicht wirklich wirtschaftlich, aber was haben die denn für eine Kapazität hier, die Teile? 30 bei zwei Abteilen. Und Steine transportieren sie auch. Lasst uns mal das Experiment machen, weil die kosten nicht allzu viel. Das können wir eigentlich machen. Wir können aber da noch nichts kaufen. Wir müssen nochmal leihen. Eieieiei, ein Geleihe heute. Eben, ich sage nicht umsonst. Wir müssen das Ganze einfach mal laufen lassen. Also die hier, dann zack. Wo haben wir sie denn hier? Ersetzen. Dankeschön. 40 km/h. Ja, aber eben. Sollen wir vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Traktor machen? Ich würde mal sagen, nicht, weil eben, wenn die so eine Kapazität haben, möchte die natürlich auch schnell sehen hier. Cool. Ja, wir sind auf dem Land. Da kann man auch mal einen Traktor kaufen. So, ich bin gespannt, ob sich das rechnet. Das müsste sich ja nicht rechnen. Wir haben hier tatsächlich jetzt so viele Steinchen. Wo geht denn das Baumaterial hin? Oh, auch komplette Überlastung. Auch hier müssen wir nochmal ausbauen. Es will sich aber natürlich wissen, welche der Linien, das wir hier ausbauen müssen. LKW Dessau. Neu-Dessau. Du bist hier bei Terminal 2. Das wäre das hier, würde ich sagen. Allora. Konfigurieren. Zack, zack, zack. Das geht nämlich auch. Sauber. Gut. Brauchen wir hier weitere LKWs? Im Prinzip ja, würde ich mal behaupten. Da haben wir die hier. Fahrzeuge verwalten. Wir machen mal eins weiteres dazu. Mhm. Geht sogar ohne Kredit. Sauber. Können wir laufen lassen. Weil das sind wirklich alles Sachen, damit verdienen wir Geld. Also von daher kann man das auch machen mit einem Kredit. Wie sieht es hier aus? 300, allen Ernstes, 8,95. Gibt es ja wohl nicht. Regional Dessau. Ist das die RE44? Nein. Oh, das ist er hier. Ja, auch hier bräuchte man schon wieder Nachschub. Aber das ist eine eingleisige Strecke. Kriege ich hier noch ein paar Wagen hin? Dazu, Fahrzeug verwalten, der hat ja nur drei. Mal schnell gucken. Das wären die hier. Passagierwagen. Jetzt müssen wir die finden. Das waren diese blauen, mit dem blauen Unterstrich. Die hier waren es. Kapazität 21. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was ein bisschen mehr Kapazität hat? Ja, die Doppelstockteile. Uiuiui, okay. Aber da kostet ein so ein Teil gleich mal 6 Millionen. Das ist natürlich auch nicht, was ich investieren möchte. Zumal wir es gar nicht haben. Dann kann ich es auch nicht investieren. Wir nehmen da nochmal zwei dazu. Bleibt das dann hierbei gut? Ne, was habe ich jetzt gemacht? Moment, nein. auch nicht, ich möchte es auch nicht ersetzen. Habe ich es jetzt ersetzt? Ich glaube nicht. Bist du neu? Sehr gut, hoch. Steht hier nicht, wie alt das Teil ist? 5 Jahre. Okay, nee, ich habe gar nichts ersetzt. Glück gehabt. Also, nochmal hier. Das richtige Teil erwischen. Wagen dazu. Zack, zack. Mittelmäßig. Wir lassen ihn trotzdem so fahren. Dann hat er nochmal... Ja, ich glaube um die 50 Leute. Man sieht ja hier, 42 sind es, die da zusätzlich mitfahren können. Das ist in Ordnung. Bitte ändern. Nein, doch nicht. So, nochmal den. Jo, ändern. So, jetzt haben wir hier 5 Wagen. Ist wahrscheinlich immer noch nicht das Rätsels Lösung. Wir haben eine Kapazität von 105 und hier unten stehen 300 Leute rum. Oh, okay. Das wäre natürlich vielleicht sogar etwas für einen Flughafen hier. Wenn Neu-Dessau tatsächlich so groß ist und tatsächlich so gerne reist, also die Bevölkerung. Man sieht ja auch hier die Stadt. Ordentlich gewachsen. ja, die Bahnsteige hier. Aber das hatten wir doch schon mal. Dass hier genau in der Stadt wirklich die Bahnsteige explodiert sind. Man sieht's. Ja, wir lassen den mal reinfahren. Ist natürlich auch ein schönes Bild hier. Und so läuft das Spiel auch ein bisschen. Ich habe eh gesagt, man müsste eigentlich das Spiel mal ein Momentchen laufen lassen. Das können wir jetzt eigentlich schön machen, so. Ja, man sieht keine große Veränderung, weil hier wirklich dermaßen viele Leute stehen. Wir brauchen hier mindestens nochmal einen Zug. Es hilft nichts, weil die Strecke ist natürlich relativ lang. Wir haben die ja extra ausgebaut, weil ich dachte, das ist ein bisschen wenig, was wir sonst haben mit der kurzen Strecke.
Also voll ist er mit Sicherheit. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Und Plus macht er tatsächlich auch. Und jetzt stehen hier aber immer noch... Ja, 200 wahrscheinlich, jawohl. Gut. Dich klonen. Ich muss nochmal Kredit haben. Bis wie weit geht das hier eigentlich? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, Und er leitet sich nochmal einen Happen. Jo, geht immer noch nicht. Ja, machen wir mal 20 Millionen. Hilft ja nichts, weil sonst muss ich hier die ganze Zeit hin und her. Das ist ja auch nicht die Idee. Fahrzeug verwalten. Jawohl, jetzt geht's. So, dann haben wir hier zwei drauf. Jetzt müsste ich aber natürlich vielleicht mal noch schnell gucken, ob das überhaupt funktioniert. In Sachen Zweigleisigkeit etc. Wahrscheinlich nicht. Das ist hier alles eingleisig. Da müssen wir Ausweichmöglichkeiten einfach haben. Hier fahren wir schon zweigleisig durch, aber auch hier ist eingleisig. Und das, man sieht es, das ist halt eine ewig lange Strecke. Also dann machen wir das ganz klar, dass wir hier Ausweichmöglichkeiten schaffen. Mit 160er Gleis. Oder wie schnell war der Gleis nochmal? Moment, hier raus, den hier, Detail. Höchstgeschwindigkeit 140, jawohl, da reichen die 160er Gleise. Laufen lassen tue ich jetzt noch nicht, weil irgendwo ist noch ein Zug im Depot und der fährt sowieso erst raus, wenn wir hier Signale etc. haben. Und wir machen jetzt aber nicht die ganze Strecke, sondern wir machen die hier teilweise, weil das sind nur zwei Züge. Das Gute, wenn man das so macht, dass man eben nicht durchgehend zweigleisig hat, ist natürlich auch, dass sich die Züge schön verteilen, weil die können gar nicht hintereinander herfahren. Das geht dann nicht. Wow, was für eine gerade Strecke. So, da rein. Signale folgen, weil wir haben hier hinten nochmal einen Abschnitt. Nehme ich den hier. Zack, ein bisschen rauszoomen. Dann kann man das relativ zügig machen, wenn man es richtig macht. Da hat es wieder abgedockt. Es sollte doch angedockt bleiben eigentlich. So, bis wohin geht das? Ja, da unten eine Kurve. Hier einen Abschnitt und jetzt machen wir hier später nochmal einen kürzeren. Sagen wir mal hier. Einfach so, dass wirklich die Züge ausweichen können. Zack, die Richtung, zack, passt. Signale hin. Irgendwas, was rechts steht natürlich. Am liebsten. Da hat nur eins. Einmal so, einmal so, einmal drehen. Das ist hier schon wieder Feierabend. Okay, und hier oben wird es wieder zweigleisig irgendwo. Da können wir sogar einen Block setzen. Und hier ist wieder Feierabend. Okay, dann geht es in den Bahnhof rein. Da geht es ja auch zweigleisig durch. Den Luxus, den haben wir uns dann doch noch gegönnt. So. Blöckchen hier, Blöckchen weiter vorn, beziehungsweise hier ist wieder Feierabend. Ja eben, es sind nur zwei Züge, also das passt definitiv. Und dann ist hier oben das Ganze nochmal zweigleisig. Bis hierhin. Machen wir das so. Ja, da könnten wir hier noch einen Block machen. Solange sind die Züge da doch nicht. Wir lassen laufen. Und jetzt wird das auch funktionieren. Irgendwo kommt jetzt der andere aus dem Depot raus. Ich weiß gar nicht, wo wir das Depot hatten. Also sprich, wo kommt der raus? Hier ist keins. Mal schnell zurückdüsen. Hier ist irgendwie auch keins. Also irgendwo muss der Zug eigentlich rauskommen. Ach doch, hier ist ein Depot. Ist der schon unterwegs? Nein. Wo ist der denn rausgekommen? Moment, das können wir natürlich definitiv schnell kontrollieren. Zack. Mach ich besser mit der Linie, ist einfacher. Wo haben wir euch denn? Hier. Einer ist da. Und der nächste. Ach, der kommt erst gerade. Ja, da ist er. Der hatte noch keine Freigabe. Sauber, dann nimm mal deinen Dienst auf. Freut mich. 280 Leute. Ich glaube, ein dritter, vierter Zug wäre hier dann relativ schnell noch fällig. Ich gucke mal nochmal schnell beim Kassensturz. Das Auge weg, sonst haben wir nur die Sachen, die wir hier sehen. 3 Millionen. Der Steinzug. Jetzt plötzlich. Wow, mit so vielen Steinen. Ist das auch wieder neu? Oder neuer? Dann Lebensmittel ist auch immer noch neu. Lassen wir auch noch laufen. Muss ich einpendeln. Dann hier aber die RE44. Die macht tatsächlich auch plötzlich Minus. Aber das sind halt alles wieder Sachen, die sind gerade unterwegs. Wenn die anhalten, die Sachen abladen. Hier Personen, hier Güter. Dann sollte sich das hier wieder regulieren. Das sind nicht Sachen, die grundsätzlich Minus machen. Und hier sind wir wieder in einem Bereich.
Dieses Minus können wir akzeptieren. Wie sieht es hier aus? 17 von 17. Da müsste man mal ganz kurz... Ne, müsste man nicht. Der kann... Doch, müssen wir eben doch. Moment, wir düsen mal hier hin. Und schauen. Ach, das ist der Städtetransport. Also sprich, Baumaterial genau in die Stadt rein. Von hier kommend. 24 Einheiten. 17, ja, das kann man so lassen. Das passt. Wir sind ja eh schon wieder in Neufalkenrede. Alle Pfade führen nach Neufalkenrede. Auch nicht schlecht. So. Gut, jetzt ist aber hier... Moment. Hä? Wo sind jetzt die ganzen Leute hingekommen? Jetzt sind die Leute weg. Sind die weggespawnt oder ist das der falsche Bahnhof? Also jetzt, das gibt's doch nicht. Wir waren doch... Ach, wir waren in Neu-Dessau. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt hat irgendjemand die Passagiere geklaut. Nee, hat keiner. Wir waren beim falschen Bahnhof. Hier vorne waren wir in Neu-Dessau, genau. Oh, da fährt mein Spiel wieder davon. Jetzt steht's wieder. Sehr schön. Ja, da sind sie doch. Die habe ich gesucht, genau. 286. Ja, gut, eben. Laufen lassen den Spaß. Ich würde sogar sagen... Wir gehen mal ein bisschen auf schnell, das können wir ja machen, solange wir den Zügen nicht zugucken, finde ich, ist das kein Problem. Sobald wir ein bisschen runtergehen, dann sollten wir eigentlich wieder auf langsamer gehen, ganz einfach, weil es sonst nicht gut aussieht. Aha, hier könnte man bei den Bussen noch was machen. Das wären sie hier, Fahrzeug verwalten, wir haben 5 Millionen. Ja, machen wir mal zwei. Zusätzlich dazu. Okay. Hier haben wir natürlich auch noch Städtchen, die wir noch gar nicht beachtet haben. Hier könnte man natürlich definitiv auch mal noch was machen. Aber ich möchte eigentlich eben auch zu den Flugzeugen mal noch kommen. Die Frage ist halt von wo nach wo. Das Problem ist ein bisschen, wenn wir jetzt eine Airline machen von Neu-Dessau aus, dann killen wir natürlich ein bisschen den Zugbetrieb und das möchte ich ja nicht verhindern. Zudem macht es keinen großen Sinn von Neu-Dessau nach Großweitschen zu fliegen. Das ist aber zu kurz und ansonsten haben wir hier keine Städte, die irgendwie danach schreien, dass wir hier eine Flugverbindung machen müssten. Weil die sind alle noch zu klein. Deswegen, nee, wisst ihr was, das müssen wir verschieben. Wir müssen sozusagen die Städte im Eck ein bisschen besser bedienen. Zum Beispiel Nauort, die möchten ja auch noch Brötchen haben. Genau, das war ja auch noch ein Punkt. Allerdings, eine Zuglinie von da hinten bis hier hin, mit dann, keine Ahnung, 10 Brötchen. 52 brauchen sie, die kriegen sie aber wahrscheinlich auf die Schnelle nicht. Das ist zu teuer. Was man natürlich machen könnte, wäre, dass man die hier einfach via LKW versorgt. Sollen wir das mal machen? Da müssen wir mal gucken, ob wir hier eine Straßenverbindung haben. Die würde hier raufgehen, die Straße, und dann ist hier Feierabend. Echt jetzt? Hier hinten wird es aber passen. Hier lang, hierüber, in den Verkehr einfädeln und da nach Nauort. Jo, dann müssen wir hier halt eine Straße hinhängen. Das machen wir mal. LKWs haben wir, glaube ich, die maximal 100 km/h machen. Wir können schnell gucken. Weil an dem würde ich dann festmachen, wie schnell die Straße wäre. Ja, 100 km/h. Da haben wir nochmal ein Tütüt. Vielleicht gibt es noch schnellere LKWs. Nein, aber schöne Lokomotiven hier. 6 Millionen 120 km/h. Die Lok, die werden wir wahrscheinlich relativ schnell auch hier sehen. Also, 100 km/h. Ich glaube, ja, die würden noch 105 machen. Die kosten aber auch gleich 1,1 Millionen. Das hier wäre günstiger mit 80. Ich würde mal sowas nehmen, tatsächlich. Lebensmittel hätten wir oder bräuchten wir. Hätten wir hier. Mit der Pritsche. Gut. Wisst ihr was? Wir kaufen uns die schon mal. Wie viele? Sagen wir mal 4 Stück, weil die Strecke ist doch enorm lang. Kapazität 23. Okay. Die Linie haben wir natürlich noch nicht. Das liegt daran, dass wir auch noch keine Straße haben. Jetzt brauchen wir eine Straße, die 80 km/h zulässt. Das wäre die hier. Wenn wir hier starten, dann könnten wir im Prinzip hier lang. Und dann müssen wir hier vorne irgendwie einen Bahnübergang machen. Ja, können wir ja. So viele Züge sind ja nicht unterwegs, dass wir hier so rübergehen. In die Richtung. Nach hier vorne. Ohne Tunnel. Das muss nicht sein. Das wird zu teuer. Und dann hier rein. Und jetzt würde ich natürlich diese Straße hier auch noch entsprechend ändern. Zack, zack, hier ist sie schon geändert worden. Und hier müssen wir das auch noch machen. So, hat wieder was gekostet. Da hätten wir auch ein Straßendepot. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt verkaufen wir hier nochmal 2 LKWs und kaufen die dort oben. Weil dann sind sie automatisch natürlich schon verteilt. Jawohl, bitte weg mit euch.
Jetzt machen wir aber zuerst kurz Kollege Linie, beziehungsweise wir brauchen hier noch einen LKW-Port. Sonst wird das mit der Linie ziehen schwierig. Irgendwie sowas. Und dann würde ich sagen, hierhin. Wir brauchen hier eigentlich nur ein so ein Teil. Und die Länge machen wir mal 20. Ich glaube nicht, dass wir hier hunderte Brötchen kriegen. Ich hoffe es auch nicht, weil wir brauchen noch Brötchen für die andere Linie, für den Zug natürlich. So, einmal so. Und hier oben im Städtchen, ja, müssen wir mal gucken, wo die Brötchen hin müssen. Hier. Würde heißen, wir brauchen hier einmal diesen Kollegen. Sehr gut, passt. Linie. Von hier, einmal hier runter. Es ist eine ewig lange Strecke für einen LKW. Mal gucken, ob das geht. Wir haben das so noch nie gemacht. Also ich zumindest nicht. Gut, das ist dann Food für neu. Nicht moi, neu. So, jetzt Falken. Nee, hier starten wir. Wo geht's denn hin? Was ist denn das für ein Städtchen da oben? Ich habe vorher gerade noch gewusst, wie es heißt. Nein. Wir machen mal Food und gehen nach da oben. Dann sehe ich es nämlich. Nauort. Okay, das muss man sich aber auch erstmal merken können. Food, Nauort. Nauort. Und da gibt es nochmal neue Fahrzeuge. Schon wieder BR-103. Wow. BLS hier. Aber nur Fake-Version. Sehr cool. Ja, möchte ich alles auch haben. Ganz klar. Mal gucken, ob wir es irgendwann kriegen. Ich hoffe es doch schwer. Wir müssen es halt bezahlen. Wir kriegen es nicht kostenlos. So, gut. Die Linien haben wir. Im Prinzip können wir die hier schon mal auf die Linie setzen. Zack. Okay, und jetzt werden wir hier oben im Depot nochmal zwei von denen kaufen. Und hier starten lassen. Ganz einfach, weil sie dann eben wirklich einander auch entgegenfahren und nicht hintereinander herdackeln. Zack, jetzt bin ich aber echt gespannt dann. Oh, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Dafür haben wir hier Geld, guck mal. Oh, gleich zurückzahlen. So, und zwar massiv, das seht ihr gerade. Okay. Ich wollte natürlich jetzt die LKWs noch sehen. Wo sind die jetzt hin? Bist du so ein LKW? Tatsächlich. Ach, der ist zuerst zum anderen Teil gefahren. Dort, wo er abliefert, ist in Ordnung. Hier die 80 km/h hat er, sehr gut. Der ist auch nicht belästigend für den Privatverkehr, weil er ganz einfach das Tempo auch halten kann, das der Privatverkehr hat. Gut, das hätten wir angeleiert. Das ist okay. Gehen wir doch mal zurück zum Thema Passagiertransport. Moment, und zwar hier. Das gefällt mir, das sieht okay aus. Das ist nicht Passagiertransport, aber das kann man kurz mitnehmen. Ne, hier hinten halt. Das ist im Prinzip das, was ich sehen wollte. Hier in Neu-Dessau. Immer noch 180 Leute. Aber da ist auch gerade der Zugang gekommen. Man sieht, der ist natürlich immer noch voll. Und vor allem sehen wir, der macht gut Gewinn. Das ist klar, wenn die Bahnhöfe so voll sind. Okay, der Kollege Gartenweg bräuchte noch Verstärkung. Ansonsten sieht sie aber mit den Buslinien. Ja, hier warten auch ein paar. Also hier ist aber eher mau, wobei das natürlich auch keine Buslinie. Hier ist nochmal eine, beziehungsweise eine Busstation. Das sind zwei. Ja, sollen wir jetzt wegen denen hier unten nochmal weitere Busse reinsetzen? Sie kommen halt nicht vom Bahnhof weg. Das könnte dann wieder negative Auswirkungen haben auf den Bahnbetrieb, weil die sich sagen, so lange warte ich hier nicht. Ein Bus vielleicht? Ja, einen machen wir noch dazu. So, gut. Und hier oben? Was sehe ich hier? 94 Einheiten sehe ich hier. Hier bauen wir aus, konfigurieren. Ja, ihr merkt jetzt, wo ich wieder weiß, wie es geht. Ich wusste es ja mal. Keine Ahnung, warum ich da irgendwie das nicht mehr hingekriegt habe, dass man die Teile entsprechend ausbaut. Das ist eigentlich immer noch zu kurz, wenn man es genau nimmt. Wir werden hier noch umstellen. Fahrzeug verwalten. Oh, das sind ganz viele. Okay, wie lang ist die Strecke? Die geht noch hier runter, die geht hier rüber. Da könnte man natürlich noch eine Abkürzung machen. Wisst ihr was, das werden wir mal machen. Statt dass wir weitere Fahrzeuge installieren. Wie schnell seid ihr denn? 60. Ja, müsste man trotzdem ändern. Machen wir auch. Fahrzeug verwalten. Wir machen mal folgendes. 4 Stück haben wir jetzt. 5. Die gehen weg. Und die hier werden wir ändern. In auch irgendwie was von der Richtung. 70 km/h, 80 km/h hätte ich gerne. Wir transportieren Getreide, das würde passen. Ersetzen, dankeschön. So, jetzt haben wir aber Fahrzeuge, die 80 km/h
leisten können. Hier, da haben sie ein... Was ist das hier denn? Getreide-LKW, Getreide... Ach, das ist die erste und die zweite Linie. Okay, jetzt muss ich aber doch noch aufpassen. Also die gehen... Hier rauf, okay. Und was macht die andere Linie? Die zweite, die wir hier haben. Mal gucken. Die habe ich ja nicht geändert. Ne, das wäre die geänderte. Hier, das wäre die nicht geänderte. Getreide-LKW. Ach, die holen das da hinten. Okay. Hat das seine Richtigkeit? Doch, das hat seine Richtigkeit. Jetzt ist halt die Frage, ob ich ja die richtige Linie erwischt habe. Ja, jetzt geht es ja massiv runter. Oh Gott. Okay, naja gut, wir lassen es jetzt mal. Aber ich würde sagen, die Abkürzung machen wir trotzdem. Wobei, es ging ja um das hier hinten, nicht hier. Was erzähle ich denn? Das ist schon die richtige Linie gewesen. Hier haben wir 29, ist auch eher grenzwertig. Wir bauen hier auch noch ganz kurz aus. So, vor lauter Getreide sieht man hier. Oh, die Dingens nicht mehr. Line, Line, Line. Güter, zack. Zack. Ja, müsste reichen. Okay, die Fahrzeuge lassen wir für den Moment noch. Aber jetzt möchte ich zu dem kommen, was ich eigentlich vorher wollte. So, gucken. Tempo 80. Jawohl. Heißt für mich Straße. Heißt aber für mich, bevor wir jetzt die Straße hier updaten, bauen wir eine Abkürzung. Das wäre hier die 80 km/h Straße. Im Prinzip fahren sie ja nach da oben. Ja, im Prinzip könnte man das so machen, dass man hier rüber geht. Dann haben wir hier natürlich einen Bahnübergang. Den haben wir sonst da vorne. Spielt also keine Rolle. Und wir machen hier quer was rüber. Das wäre schon mal eine Abkürzung. Ist das eine Abkürzung von hier, hier rauf? Ja, schon. Oder von hier da rein? Ja, das machen wir. Also Sträßchen schnappen. Bahnübergang nehmen wir in Kauf. Zack. Hier ein bisschen am Hügel vorbei, dass wir nicht einen Tunnel haben. Und dann geht das dort rein. Oh, mit einer Brücke. Geht das auch ohne Brücke? Wenn ich es in kleinen Schritten baue. Ja, Abwärtsstrahl haben wir. Ja, geht problemlos. So, hier die Kurve. Passt. Wenn wir jetzt schnell schauen, die Linie. Jo, da ist das hier gegessen. Die nehmen beide die Linie. Die wir neu gebaut haben, die Straßen, sogar die hier. 25 in Ordnung. Jetzt müssen wir das halt ein bisschen im Auge behalten hier oben. Wie sieht das hier aus? Immer noch viel zu viel logischerweise. So schnell geht das dann doch nicht. Da ist einer unterwegs. Kapazität 23. Machen wir nochmal zwei hier hin, weil wir verschenken hier sonst einfach wieder Geld. Definitiv. Ja gut, liebe Freunde. Dann war es das für heute. Wir haben einige Korrekturen gemacht. Wir sind leider jetzt nicht zu den Flugzeugen gekommen. Aber ich glaube, ihr seht selber, das ist nicht ganz einfach. Wir können nicht einfach Flughäfen machen, irgendwo in ein Städtchen mit 100 Einwohnern. Also, weil das kann sie nicht rechnen. Dafür brauchen wir größere Städte. Deswegen würde ich sagen, wir beleben jetzt erstmal die Außenbezirke. Also sprich, dass die Städte in den Ecken ein bisschen wachsen können. Und wenn die ein bisschen größer geworden sind, dann machen wir die Fluglinien. Weil die rechnen sich schon, das ist klar, aber die rechnen sich auch nur, wenn eben die Städte wirklich auch schon ein paar Einwohner haben. Gut, ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!